Okay, naja. War jetzt irgendwie. War jetzt so mittelmäßig interessant. Ich dachte jetzt, da kommt noch irgendwas anderes Spannendes, aber irgendwie. Irgendwie nicht, nee. Ich lasse hier gerade mal alle aufschließen, dann können wir zusammen rausziehen. Oder da. Jo, KI fährt noch vorbei. Abfahrt. Ja, doch. Bitte Türen schließen. Warte mal, ich mach mal die Spur dicht, damit die hier nicht von vorne kommen. Von rechts kommt einer. Der muss jetzt warten, der hat jetzt Pech. Der hat aber nicht gewartet, der hat Mario mitgenommen. Ich glaube, da ist glaube ich auch nicht rechts vor links. Nee, nicht wirklich. Also er hat halt schon Vorfahrt gehabt. Bloß bei mir war er halt noch weit genug weg. Ne, warten war jetzt nicht so seins. Wenn er Vorfahrt hat. Was los? Motorfehlfunktion. Hast du es wieder kaputt gemacht? Ich fahr mal was langsamer. Ja, Mario ist schon wieder fast da. Ach so. Ich hätte es wissen also. Müssen. Hoppala. Alter. Guck mal, ein Kreisverkehr. Guten Tag. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ist Mario sein Kumpel vor ihm? Ja. Ihr kennt euch ja schon. Weil der LKW steht da halt aber auch maximal jetzt. Fahr doch! Ja, woher soll ich denn wissen, wo der LKW hin will? Nicht du! Ja, er kann aber nicht fahren, weil ich da vorne stehe, du. Ja, guck, woher sollst du wissen, wo der LKW hin will? Blinken, gucken! Ja, wenn er nun mal nicht blinkt, dann. Ich dachte, du hättest ja die Verkehrsregeln. Ja, bloß wenn er nicht blinkt, dann gehe ich davon aus, dass er geradeaus fährt. So, und wenn er geradeaus fährt, hat er Vorfahrt im Kreisverkehr. Ist mir alles zu kompliziert. So sind die Verkehrsregeln. Ja, wir machen irgendwann mal für Benny einen ETS-2-Konvoi in der STVO-Edition. Du Scheiße. Ja, aber das kriegst du doch gar nicht hin. Ich wollte gerade sagen, das kriegst du doch gar nicht hin. Ach, das ist ja. Ja, wir können ja auch mal den Verkehrs... Oh, Scheiße, jetzt hab ich die Konsole geöffnet. Ich hab grundsätzlich habe ich damit kein Problem, wenn wir uns mal die Verkehrsregeln halten. Eigentlich auch mal ganz interessant. Dauert dann halt alles nur ein bisschen länger. Ja, so viel länger jetzt auch nicht. Wir sind ja jetzt auch nicht wirklich schneller unterwegs. Was macht ihr wieder da? Ich lass mal Abstand. Ich was Mario wieder vorhat. Ich wollte nur vorbei. Er hat schon mit der. Ach nur, du bist noch da, okay. Ja, dann musst du hier aber auch nicht vorbeifahren. Diese Ausfahrt. Also, besser wie jede Comedy-Show. Das hat ein Kunde, ey. Hast du wahrscheinlich auch im Lotto gewonnen oder sowas, ne? Hast du ein Problem? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Mit Leuten, die nicht fahren können, ja. Ich weiß gar nicht, was du hast. Warum guckst du nicht in den Spiegel? Ja, ich hab dich schon gesehen, bloß ich musste dir halt irgendwie Platz lassen. Ja. Oh, komm mal, ein Zug.
So, und zu zweit in einem Kreisverkehr, wenn du neben mir fährst, ist meistens Arschkarte. Nicht so sinnvoll. Weil du meistens immer so fährst, als würdest du ein Kreuzfahrtschiff hinter dir herziehen. Ach, Mario. Der will auch gucken. Ey, ich lieb's nicht zu gucken. Eine Kreuzung ist hier. Üben, ja, spannend. Während der Fahrt ist verboten. Warum sind wir jetzt eigentlich hier reingefahren? Die Straße geht doch da außen lang, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier hinterher gefahren. Ja, mein genau. Navi hat auch gesagt, fahr da lang, aber das war irgendwie voll sinnlos. Ja. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Dachte sich ja, wir sind ja vorhin auch rechts abgebogen. Aber der Hafen ist schon in Sicht. Hä? Okay. Egal, ich fahr einfach. Ja, den habe ich aber auch nicht verstanden, was der machen wollte. Ich habe auch mir eingebildet, er hätte rechts geblinkt. Ja, das habe ich eigentlich auch so gesehen. Ja, was machst du jetzt? Ja, dann. Ja. Entscheid dich! Ihr macht das da hinten, oder? Oh. Immer wenn ich losfahren will, fährt er auch los. Was ist denn das? Du zuerst. Nein, du zuerst. Nein, ja, du zuerst. So Augen zu und durch. Egal, was kommt. Sehe ich auch so. Was machst du? Er macht wieder irgendeine Blödsinn. Er sieht nur Staubwolken und der poltert da über den Seitenstreifen auf die andere Spur rüber und dann wieder zurück. Ach, hi Nick. Hallo. Ach, scheiße, ich habe mich jetzt sehr ungünstig hingestellt. Kann auch sein, dass da zweispurig einfach die Straße nach links abknickt. Weiß ich nicht. Das sieht dabei aus wie ein Kreisverkehr da vorne. Oder? Nein, ist kein Kreisverkehr. Nee, ist doch keiner. Geht zweispurig weiter? Das sehe ich noch nicht. Ich sehe nur, dass da vorne eine Ampel ist, aber ich blinke vorsichtshalber mal links. Nee, geht nicht zweispurig nach links weiter, das ist schlecht. Na, die hier hinten haben rot. Jetzt aber nicht mehr. Sagen, doch eigentlich haben die noch rot. Über die rote Ampel und gut ist. Ich habe KI vor mir. Guck mal, geht doch schon weit. Was? Was macht ihr da jetzt? Entschuldigung, dass ich die KI vorgelassen habe. Hey, ich wundere, was Mario jetzt macht. Der ist jetzt hier so ganz komisch ab. Alter, ey. Ja, er hat ja natürlich die KI aufgehalten. Ich wollte halt irgendwann nochmal ankommen. Ja, warte mal, so fahren oder? Wollte halt irgendwann auch nochmal ankommen. Ja. Was machen sie? Also, bringt dir halt nichts, wenn du dadurch halt die KI anderen Leuten in den Weg stellst. Ja doch, muss halt früher abbiegen. Ja. 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 Guck mal, wir sind ja schon wieder da. Gibt halt sowas wie Spuren. Ich hab ein Déjà-vu. Ja, gibt's. Meinst du, hier waren wir schon mal? Das kennst du ja. Was war das denn? Doch, hast du doch gesehen, dass wir schon rübergefahren. Okay. Nee, da wo du lang gefahren bist, sollte man nicht lang fahren. Ja, sollte. Die KI hat sich mal gerade neu sortiert an der Ampel. Wo setzt man jetzt rüber? Ja. Nach irgendwo in Italien. Du am besten nach Barcelona. Porto Torres, ne? Ja, müssen wir ja. Ja, geht dann schon, uns hier gerade. Ja. Ja, stimmt, wir müssen ja wieder über Sardinien. Oh, Nick ist so weit hinten. Ja, ich stand da noch an der Ampel. Ich muss aber aus der Fähre rausfahren, um wieder ein Ziel annehmen zu können. Irgendwas machst du falsch. Ja. Nee. Das ist hier aber auf Dingens auch richtig so. Ist das eine andere? Nee, wir fahren doch jetzt einmal quer über. Ach so, ja. Nee, stimmt. Wir fahren ja über Sardinien einmal drüber. Genau. Oh, scheiße, ich muss auch mal. So. Mario, was machst du da? Hä? Was macht ihr hier?
Ich finde eine neue Route. Irgendwie so ein Dörrisches hier. Ja, aber sie könnte einfach hier links abbiegen. Ja. Wir haben uns auch nur orientiert. Es tut uns leid. Uns fehlten die Hinweise für die STVO. Folge der roten Linie. Wäre zu einfach. Demnächst links abbiegen. Wo geht's denn hier raus? Oh, vorne direkt. Die kommen plötzlich alle Jugend entgegen. Hä? Hier geht's auch raus, oder ne? Da, wo ich auch rausgefahren bin. Nee. Wo häng ich denn jetzt? Ah, okay. Was? Was macht ihr? Da geht's raus, Nico. Ja, ja. Ja, aber nicht so, wie er das gerne möchte. Nee, das hat so nicht funktioniert. Irgendwie. Sauerei. So geht besser. Ja, Wahnsinn, wir haben es aus dem Hafen rausgeschafft. Es war ja auch noch so schwer. Ja, offensichtlich. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Das Schild steht echt bekindert hier. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Ein Paddelboot. Wie viele Kreisverkehre kommen wir hier noch? Alle. Reichlich. Ja. Nimm diese Ausfahrt. Mayo staubt schon wieder. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Wie, noch einer? Was ist denn da los? Kommt noch ein paar. Ja, drei Stück hintereinander. Die Kreisverkehre werden nur durch eine kurze gerade Strecke unterbrochen. Ja, ich glaube aber auch, ey. Oh nee, komm, da ziehe ich jetzt aber noch drüber. Alter, was macht der denn? Das ist ja der Wahnsinn. Bitte links halten. Was wird das? Ja, ich hol mir der LKW rechts neben mir, weil er mal in deiner Spur. Er müsste einfach mal in die Eisen gehen. Rechts steht einer, oh, der jetzt links rüberzieht. Alter. Das fand ich jetzt aber nicht nett. Wer rum einer rechts auf den Standstreifen ist, hat ein Problem. Nö,